Zahnarzt eh viel bzw. am Tag zu tun hat oder einen krassen Tag hat. Und ich weiß ja auch, dass du besonders viel um Ohren hast. Aber was war denn so wirklich das Highlight, dein krassester Tag? Jo, mein krassester Tag war eigentlich, es passt halt gar nicht in einen Tag, weil das war die Zeit, als ich noch in der Klinik gearbeitet habe in Solingen. Und vielleicht um so ein bisschen den Kontext herzustellen, wann das so war. Das war 2012 und 2013. Da habe ich gerade meine oralchirurgische Weiterbildung gemacht in der St. Lukas Klinik in Solingen und war parallel auch noch in der Praxis meiner Mutter immer, sag ich mal, nebenbei beschäftigt. Also ich hatte halt eine Vollzeitstelle in der Klinik, aber ich durfte 13 Stunden pro Woche, waren das glaube ich, noch parallel woanders arbeiten. Und das war dann eben in Herne. Und ich weiß noch, dass, ich glaube, das war der Sommer 2013 müsste das gewesen sein. Da hatte ich einen Tag, wo ich Nachtdienst hatte. Also in der St. Lukas Klinik mussten die Assistenzärzte, wenn sie denn fit waren, also sprich, wenn sie Facharztniveau hatten, also alle Fachärzte mussten Dienste machen. Und die Oralchirurgen in der Weiterbildung, die schon genug Erfahrung hatten, um alleine Nachtdienst zu machen und dann eben auch Komplikationen handeln zu können, wenn jetzt zum Beispiel nachts eine Fraktur reinkommt oder wenn da eine krasse Blutung reinkommt oder wenn jemand reinkommt, der alkoholisiert ist und sich irgendwo auch anders benimmt, als es vielleicht so normal in der Zahnarztpraxis der Fall ist, dann muss man ein bisschen Erfahrung haben, muss man ein bisschen handeln können. Und diese Leute mussten dann Nachtdienste machen. Wir hatten damals so, ich glaube, wir waren insgesamt 6 diensthabende Ärzte. Das heißt, du hattest immer so pro Monat im Durchschnitt 4 bis 5 Dienste. Und es war aber mal so eine Zeit, da waren wir auch nur noch plötzlich 4 oder 5 diensthabende Ärzte. Das heißt, du musstest teilweise 7 oder 8 Notdienste machen. Und Notdienst, was bedeutet das oder was bedeutete das? Du hattest einen ganz normalen Arbeitstag. Das heißt, du bist wann haben wir denn mal angefangen? Weiß gar nicht. Ich glaube, ich war immer so um 20 vor 8 da. Um 8 Uhr war dann offiziell Ärztebesprechung. Hat man sich noch umgezogen. 20 vor 8 ging es los. Und dann war ein ganz normaler Arbeitstag. Der geht normalerweise in der St. Lukas Klinik, ging das bis 5 Uhr, je nachdem. Und dann um 5:30 beginnt dein Notdienst. Und es ist ein Notdienst, du musst wirklich in der Klinik sein. Du kannst jetzt nicht wie ein Notdienst jetzt ein Zahnarzt in seiner Praxis macht, der fährt nach Hause und kommt nur raus, wenn er dann mal angerufen wird oder wenn er feste Sprechzeiten hat. Nee, das ist so, du bist wirklich den ganzen Tag und die ganze Nacht dann da. Du hast dein Arztzimmer, du kannst nachts natürlich schlafen, aber natürlich nur, wenn keine Patienten kommen. Und naja, das war so ein Tag, das war ein Sommer. Und es war 30, 32 Grad draußen und die St. Lukas Klinik hatte damals auch in der Notfallambulanz keine Klimaanlage. Und ich hatte am normalen Arbeitstag schon sehr viel zu tun, also sehr viele Weisheitszahn-OPs. Ich glaube, es waren noch 1, 2 Implantationen, also es waren wirklich viele Dinge um OP. Ich glaube, wenn du Notdienst hast, hast du auch automatisch Stationsdienst. Also das heißt, du musst die Station mitmachen, Blutentnahme, Tumorpatienten betreuen, all das, Chefarztvisite oder Oberarztvisite. Und an dem Tag war wirklich richtig viel los, sodass wir eigentlich erst um 5:30 mit den ganzen Sachen fertig waren. Da hat direkt der Notdienst begonnen und du konntest an dem Tag nicht mal was essen. Also mittags haben wir, glaube ich, ganz kurz irgendwie auf Stationen irgendwas reingehauen und dann um 5:30 ging der Notdienst los und dann kam schon eine Sache nach der anderen. Und ich glaube, das erste Mal, dass man eine halbe Stunde Pause war, war dann so um 9:30 abends, also um 8 Uhr morgens angefangen, 20 vor 8. 9:30 war dann, glaube ich, eine halbe Stunde Pause und dann kam über die Nacht hinweg und es war eben, weil Sommer war und es war Wochenende und es waren, viele Leute haben gefeiert, waren draußen unterwegs. Ich weiß noch, das eine war ein ganz schwerer Fahrradsturz, den mussten wir 2,5 Stunden im ambulanten OP wieder zusammennähen. Das war unglaublich krass. Und dann kam nachts auch noch eine Kiefergelenksfraktur rein und das ist eine OP von 3, 3,5 Stunden. Das heißt, wir haben die gesamte Nacht eigentlich durchoperiert. Ich glaube, ich habe eine halbe Stunde habe ich geschlafen, also mich mehr oder weniger hingelegt und dann ist sofort der Beeper wieder gegangen, dass ein anderes Krankenhaus anruft. Das heißt, da hat man immer jemand vom anderen Krankenhaus und sagt, hey, wir haben hier bei uns in der Notfallaufnahme einen kieferchirurgischen Fall, wir haben keine Kieferchirurgie, können wir euch den schicken? Und dann musste man im Regelfall natürlich auch ja sagen, ist ja klar.
Und dann ruft man im Regelfall dann den Oberarzt an und sagt, es kommt gleich eine Kiefergelenksfraktur rein oder Verdacht auf Kiefergelenksfraktur. Man macht schon mal die Vordiagnostik und dann ruft man den Oberarzt an und sagt, hey, Sie können sich schon mal auf den Weg machen. Ich mache schon mal alles fertig im OP und dann operiert man das dann gemeinsam. Und naja, das war noch nicht alles. Dann ist dann um 8 Uhr noch die Übergabe und normalerweise hat man nach dem Notdienstdienst frei. Das heißt, man kann sich dann den Tag ausruhen, weil man hat ja zu dem Zeitpunkt 24 Stunden gearbeitet. Das Problem war, dass ich immer in den Tagen nach dem Notdienst bei uns in der Praxis in Herne gearbeitet habe. Das heißt, für mich hieß das um 8 Uhr direkt ins Auto setzen und ab nach Herne und habe dann da nochmal eine 6-Stunden-Schicht abgerissen. Und ich glaube, dann war ich um 17 Uhr am Folgetag dann fertig. Und das war, glaube ich, mein krassester Tag. Das waren so 36 Stunden am Stück. Und am nächsten Tag muss ich natürlich wieder ganz normal arbeiten. Also, ja, das war so von Sonntag auf, ich weiß gar nicht mehr, von wann das war, von Sonntag auf Montag oder vielleicht war es auch ein Wochendienst, kann ich nicht mehr genau sagen. Ist mir auf jeden Fall sehr, sehr krass in Erinnerung geblieben, weil ich glaube, ich war selten so müde und ist sicherlich auch nicht empfehlenswert, sowas zu machen, aber so geht es vielen Ärzten in Deutschland. Und das nötigt mir persönlich auch den allergrößten Respekt ab, dass diese Ärzte teilweise über die Belastungsgrenze hinaus ihren Dienst tun und ihren Job machen und trotzdem funktionieren. Und naja, ich hoffe, dass wir irgendwann in 10, 20, 30 Jahren über die Technologie das so hinbekommen, dass man sowas messen kann und dass solche Dinge nicht passieren. Ich glaube auch, dass da wahrscheinlich viele Fehler passieren in solchen Dingen und muss man sehr kritisch sehen. Aber solange wie das System so ist, wie es jetzt ist, können die Ärzte dagegen auch nichts machen. Und trotzdem Respekt dafür. Und das war mein krassester Tag.